So, hey Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinotopia. Ja, und letztes Mal haben wir unser wunderschönes Labor hier gebaut. Ich kann das ja nochmal allen zeigen hier, die es nicht gesehen haben bisher. Mit unserem geheimen Schalter, den ja auch jetzt ja niemand weiß, kommen wir hier nämlich rein. Und wir sehen, das sieht doch eigentlich ziemlich cool aus. Und ihr seht, ich habe es jetzt quasi nochmal so ein bisschen erweitert. Ich finde, so sieht das eigentlich ziemlich cool aus. Auch mit den Kisten, das sind nämlich sogenannte, ja, passwortgeschützte Kisten. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Kiste... Ja, ich verrate euch dann mal den Code. Dann machen wir dann meinetwegen 1, 2, 3, 4. Wir können das dann saven und schon 1, 2, 3, 4 haben wir dazu Zugang. Da tue ich jetzt einfach mal Strings rein und Barley Seeds. Ja, das heißt, wer hier ein bisschen klauen will, der weiß jetzt den Seed. Aber Leute, klauen ist nicht gut. Ja, also ihr seht schon, diese Kisten sind eigentlich sehr vorteilhaft. Ich denke, ich werde mehrere davon machen, weil die haben einfach Style, glaube ich. Na, wir werden erstmal nach oben gehen. Denn Leute, ich habe ja sehr viele Biofossilien, die erstmal analysiert werden müssen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann ja einen neuen Dinosaurier raus. Genau, was ich euch auch nochmal unbedingt fragen wollte, ist ja der Gebrauch von Musik. Und zwar wisst ihr ja, dass ich im Projekt Minecraft Dinotopia sehr oft Musik benutze. Und da würde ich euch gerne mal fragen, wie ihr die Musik so findet. Ob ihr meint, ja, ist geil, die Musik ist voll passend. Oder ob ihr eher meint, nein, mach mal ohne Musik. Oder ob ihr eher meint, ach, das ist okay. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Es ist irgendwie dunkel geworden hier gerade. Das würde mich mal interessieren, wie ihr die Musik so findet hier im Hintergrund und... What the hell? Alles klar. Alles klar. Ja, Leute, ihr kennt ja wahrscheinlich noch den einen Troll, den ich gemacht habe. Und da hat sich wohl jemand jetzt gerecht, indem er hier die ganzen Grabsteine platziert hat. So ein Troll, ey, ne? Ich dachte mir schon so, was ist denn hier passiert? Aber, Leute, ihr seht schon. Ja. Kein Problem für den King hier. Oder beziehungsweise kein Ding für den King heißt es, ja. Oh nee, Leute, das ist so nervig, ne? Ich meine, was soll das denn? Angeblich eine Rache für was das denn hier, ne? Aber ist zum Glück nicht Schlimmes, Leute, ne? Ich dachte zuerst schon, ne? Was ist denn hier passiert? Okay, auch diese, ich glaube, die Land... Ja, diese Dreckmasse, da habe ich niemals gebaut. Also das ist echt nervig hier natürlich, ne? Also dann nochmal hier an den... Das ist echt schon so ein Halunke hier. Aber wir können ja theoretisch, wenn wir hier einfach nur den Dirt abbauen... Geht theoretisch auch, ne? Naja, aber Leute, ach, das mache ich nicht, das mache ich, habe ich jetzt keine Lust zu. Egal, das lassen wir einfach so. Ignorieren wir einfach mal, haben wir so einen kleinen Friedhof da. Wir kümmern uns erstmal jetzt um die Biofossilien. Ihr seht schon auch, dass ich die Kisten so ein bisschen geordnet habe. Man soll immer Ordnung im Haus haben, Leute, ansonsten kommt man nicht voran. Da wollen wir mal schauen, ob daraus was rauskommt oder nicht. Wir müssen halt Glück haben, ne? Das ist immer so ein Glücksspiel. Manchmal hat man Glück und kriegt einen geilen Dinosaurier, manchmal hat man richtig Pech. So wie wir damals Glück hatten mit unserer T-Rex-DNA. Ja, genauso viel Pech haben wir momentan mit diesem Bone Meal. Verdammt blöd, ja. Na, wir müssen einfach mal weiterschauen. Vielleicht haben wir noch mehr Glück, ja. Was haben wir hier? Bone Meal, Leute. Also ihr wisst schon, das wird wahrscheinlich ein neuer Wald jetzt. Könnte gut sein, aber wer weiß, Leute, wer weiß. So, wollen wir weiterschauen. Und wir haben wieder... Ah, Sand. So, mich wurde auch mal gefragt, jetzt mal... Askalter, wie kann man eigentlich mitmachen? Und ich habe es ja schon tausendmal erwähnt, Leute. Und ganz viele schreiben mir dann E-Mails oder sind auf dem Teamspeak und fragen mich, Askalter, wie macht man eigentlich bei deinem Projekt mit? Und ich habe es ja schon oft genug gesagt, eigentlich, wie man mitmacht, ne? Ja, und zwar ist es ganz einfach, Leute. Die aktivsten Abonnenten haben die Chance, hier mitzumachen. Ne, so habe ich das gesagt und so meine ich das auch, Leute. Ne, aber einige haben das ja anscheinend irgendwie nie verstanden. Ich verstehe nicht, was noch nicht zu verstehen ist. Und haben mich dann tausendmal gefragt, Askalter... Ich will mitmachen, wie geht das? Ja, aber ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr aktive Abonnenten seid. Ja? Okay, Leute, das ist egal, das mache ich ein andermal hier. Wir wollen jetzt nicht hier alles zerstören, das ganze schöne Bild hier. Pech, Leute, wir haben so viel Pech gerade, ne? Egal, egal, auch wenn wir Pech haben, Leute. Das ist natürlich kein Problem. Hm, schön alles ordnen jetzt hier. Oha, was ist denn das für ein Nebel jetzt gerade? Gute Frage. Ihr seht auch, dass ich heute mal ohne Shader spiele, testweise. Weil mir mal letztes Mal jemand in die Kommentare geschrieben hat, Askalter, spiel mal ohne Shader. Wo ich mir dann dachte, okay, können wir mal machen, ne? Aber wo, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mit Shader eigentlich viel cooler. Das ist natürlich mal jetzt Ansichtssache. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das jetzt ohne Shader aussehen würde. Da kann man nämlich außen nicht sehen, wo man hinspringt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Glück gehabt, ne? Richtig Glück gehabt. Ich dachte schon, wir springen jetzt ins Verderben. Aber sieht schon ohne Shader, ich weiß nicht, also sieht halt mehr nach Minecraft aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Shader-Fan, ne? Außer natürlich auch wieder Ansichtssache, könnt ihr mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich denke dann mal, dass unser Deinonychus so ein bisschen einsam ist und deswegen auch mal so einen zweiten Freund bräuchte. Ne, der ist ja mittlerweile schon ausgewachsen. Also so einen zweiten Freund, den kann er sicherlich gebrauchen. Haben wir denn eine Dinopedia mit? Die haben wir nicht mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir die momentan haben.
Und da habe ich übrigens auch einen Feeder gecraftet. Und zwar können wir den damit füttern. Ob es denn klappt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Damit bräuchten wir jetzt die Dinopedia wieder. Weil mit der, Moment mal. Genau, mit der Dinopedia kann man nämlich gucken, wie viel Hunger die haben und so weiter und so fort. Was ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mehr DNA farmen, denn wir wollen ja nachher noch einen Jurassic Park bauen, wo wir alle möglichen Dinosaurier haben. Und momentan, Leute, haben wir nur Deinonychus und wir haben ein T-Rex-Ei. Das können wir auch nochmal legen, aber ich habe ja gesagt, da warte ich noch lieber ein bisschen, weil ein T-Rex, da ist nicht zu spaßen, Leute. Die sind schon, hier ist Dengue gestorben, vielleicht kriegen wir hier noch was raus. Müssen wir mal jetzt aufpassen, vielleicht haben wir Glück. Ja. Oh, haben wir sogar was bekommen, Leute. Zwar nichts Gutes, aber ein bisschen Gravel kann man auch gebrauchen. Oder ein... Ja, das braucht man eigentlich eher nicht. Naja, besser als nichts, Leute. So, wollen wir nochmal schauen, wo wir jetzt nochmal wissen, was finden. Wie gesagt, die meisten Höhlen sind hier schon abgefarmt. Aber man kann ja immer wieder Glück haben. Oder auf neue Fossilien stoßen. Oder auf fliegendes Wasser. Ich verstehe Minecraft manchmal nicht. Aber hier ist, glaube ich, ein Eismeteorit abgestürzt. Und deswegen sieht das Ganze hier so aus. Ja, Leute, also es gibt ja wirklich sehr viel entdecken in diesem Modpack. Oh, Leute, da ist perfekt hier. Wir haben ja gleich mal unseren Hauptgewinn gemacht, den wir allerdings nicht abbauen können, oder? Oder können wir hier... Ich weiß gar nicht, ob man das mit einer normalen Pickaxe machen kann hier. Ich glaube nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus, ne? Vielleicht geht das ja. Auf jeden Fall farmt man damit schön EXP. Aber ich weiß nicht, ob man die Meteoriten-Shards auch bekommt mit einer normalen Eisen-Pickaxe. Ich glaube irgendwie nicht. Ne, wir probieren es trotzdem nochmal aus. Die EP bekommt man ja. Sieht nicht so aus, Leute. Also von daher... Schade, dass ich meine schöne Dia-Pickaxe nicht mitgenommen habe. Hätte ich hier ordentlich was farmen können, aber ich meine Meteoriten, da haben wir momentan eh genug von. Wir brauchen eher Fossilien. Die müssen wir suchen. Ich weiß auch nicht, ob man es merkt, Leute, aber ich bin gerade richtig müde. Ich habe nämlich vorhin, was heißt vorhin? Ich bin vorhin erst nach Hause gekommen und ihr wisst ja, oder einige wissen ja vielleicht, dass ich einen Nebenjob habe. Und ja, da komme ich halt immer sehr spät nach Hause. Wer sich jetzt fragt, Askalter, was ist das? Ich habe euch ja mal gefragt, ob ich mal mehr über mein Leben erzählen soll. Und da meinten ganz viele, ja, mach das mal. Ne, und ja, für die, die es noch nicht gewusst haben, ich habe ja nebenbei so einen kleinen Nebenjob, habe ich. Ja, und das ist halt, dass ich in einem Restaurant arbeite. Und da bin ich dann halt meistens bis abends beschäftigt. Ne? Und dann irgendwann gegen 10, 11 komme ich nach Hause, bin erstmal richtig müde. Und, also manchmal ist es extrem, da bin ich, ist einfach, hatte ich halt so viel zu tun, dass ich so müde bin und manchmal geht es eigentlich noch. Na, aber dann mache ich halt immer noch ein Video und meistens bin ich noch, ja, energiereich. Ja, also ich bin eigentlich, ich schlafe eigentlich immer so um, ich weiß gar nicht, wann schlafe ich immer so ein, wahrscheinlich immer so gegen 1. Ja, ungefähr gegen 1, also ich bin ein Mensch, der hat eigentlich sehr wenig Schlaf. Aber irgendwie klappt es immer, nur heute irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte so viel zu tun heute, da waren so viele Leute da. Ja, und wisst ihr, was richtig witzig ist? Ich habe das ja mal einigen erzählt. Und da haben einige so gesagt, ja, Skala, stell dir mal vor, da kennt dich jemand und so. Und tatsächlich hatte ich das schon mal, dass ich an einem Tisch bedient habe. Und an einem anderen Tisch saßen zwei Jungs, die sich über Askalter unterhielten. Wo ich mir dachte, oh mein Gott, wenn die wüssten. Das war schon ziemlich witzig. Ja, sowas ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ein Vogel, hallo, wie geht es dir? Können wir dich zähmen? Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. Wir töten dich einfach mal. Nein, Leute, das ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Genauso wenig euch. Ich will davon unbedingt Saplings haben, von diesen Bäumen hier. Ihr könnt ja auch mal schreiben in die Kommentare, wie alt ihr seid oder ob ihr Nebenjobs habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon sehr früh einen Nebenjob, ne? Um mir ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Ist halt immer ganz wichtig, dachte ich mir, dass man halt selber auch guckt, ja, dass man nicht alles von seinen Eltern hier immer bitten muss, sondern dass man halt auch selber dann sagen kann, okay, das habe ich mir jetzt verdient. Und es war mir halt sehr früh schon sehr wichtig. Na, wir können mir ja Kommentare schreiben, ob er auch sowas macht, ob er irgendwie, weiß nicht, was man halt... Man kann ja sehr viele Dinge machen, ne? Man kann im Restaurant aushelfen oder man kann kellnern, man kann... Oh, man kann so viel machen, man kann Zeitung austragen, Nachhilfe geben, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wenn ihr da auch sowas macht, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr meint, nö, 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 ich mache nix. So. Ja, oder vielleicht arbeitet ihr ja auch schon, ne? Vielleicht machen ja einige von euch schon eine Ausbildung oder sind schon im Berufsleben. Habe ich auch einige schon in den Kommentaren gelesen. Ist zwar die Minderheit, glaube ich, aber einige sind momentan sogar schon in der Ausbildung. Ja? Ich glaube, die meisten von euch sind noch Schüler, würde ich jetzt mal so schätzen. Wenn ich jetzt falsch liegen sollte, tut mir leid, Leute. Ich schätze aber nur, dass die meisten von euch noch Schüler sind. Und glaubt mir, als Schüler hat man es echt richtig gut noch. Aber ich weiß noch, als ich noch Schüler war, ja, Leute, ich bin auch mal zur Schule gegangen, ne? Das war einfach die entspannteste Zeit, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, 12 Jahre Schule, 12, 13 Jahre Schule hat man ja, ne?
Und dann, also kommt drauf an, man kann auch nur 9 Jahre Schule haben, ne? Aber ich hatte, glaube ich, 12 oder 13 Jahre Schule. Und das war einfach die entspannteste Zeit, ne? Als ich noch Schüler war, dachte ich mir immer so, ja, ich möchte auch endlich mal Schule fertig haben. Aber dann dachte ich mir dann irgendwann so, nee, eigentlich Schule bockt doch extrem. Man muss einfach nicht viel machen. Man sitzt dann im Unterricht, macht da ein bisschen mit. Ja, Hausaufgaben, das kann man auch irgendwie regeln. Ja, man muss sich halt nicht erwischen lassen, Leute. Das ist immer so ein Ding, wenn man damals beim Hausaufgaben vergleichen. Ja, man muss da halt immer aufpassen. Oder halt morgens vor der Schule nochmal schnell alles husch husch. Also ich erinnere mich gerne an meine Schulzeit zurück, war eigentlich sehr die entspannteste Zeit, die ich hatte. Weil man halt keine Arbeit hatte, wobei, ja, okay, ich hatte dann nachher einen Nebenjob noch. Aber viel entspannter, als wenn man nachher studiert oder eine Ausbildung anfängt. Also für alle, die jetzt denken, oh, ich hasse Schule, seid froh, Leute. Ihr habt's noch richtig gut. So, dann wollen wir auch mal jetzt langsam. Ich finde keine Fossilien mehr. Wahrscheinlich muss ich echt eine Höhle finden. Oh mein Gott, Leute. Hallo, Ratte. Also ich glaube, ich muss echt... Was war denn da? Ein springendes Kaninchen. Ich weiß, in dem Ether-Modpack kann man die auf den Kopf nehmen und damit springen. Aber ich glaube, das geht nicht im... Nee, nicht in diesem Modpack, glaube ich nicht. Schade eigentlich. Guck mal, das... Ich weiß auch nicht, was man damit machen kann, ne? Aber das bauen wir auch einfach mal ab, einfach weil es schön aussieht. Was kann man damit wohl machen? Wir müssen es einfach mal abbauen. Ja, ist das Zucker? Ne, es ist kein Zuckerrohr. Definitiv nein. Das ist Bambus. Tatsächlich, Leute. Das ist Bambus. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Wahrscheinlich meine Internetleitung, so eine richtig schöne Bambusleitung. Könnte sein. Hoffe ich aber natürlich nicht. Ne, ich bin mal gespannt, was man damit machen kann. Gibt's bestimmt irgendwas. So, da hinten war ein roter Baum. Da können wir auch nochmal gucken, was das war. Ja, da müssen wir mal springen hier. So. Nochmal springen. Und nochmal springen, Leute. Perfekt hier. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Baum sein könnte. Ein roter Baum. Genauso wie der Baum hier. Hey. Wollen Freunde sein? Oh ne, wenn man einen angreift, dann ist das alles noch okay, weil dann seine Freunde nicht ankommen, ne? Ich dachte so, wenn wir jetzt den angreifen, dann kommen seine Freunde auch noch an. Aber ihr seht schon, kein Problem eigentlich, ne? Also können wir alle... Oh, man sollte die nicht auf einmal töten. Sonst ist man... Oh, Leute, Leute. Leute, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Leute, passt auf. Macht sowas nicht nach. Die sind stärker, als man denkt. Ne? Die haben mich gerade fast getötet. Und ich habe volle Rüstung eigentlich. Naja, nicht ganz. Keine Schuhe. Ich laufe immer barfuß durch die Gegend. Ne? So nach dem Motto, ach, wer braucht schon Schuhe? Hipstermäßig. Nee, Leute. Zieht lieber Schuhe an. Ihr merkt, es ist besser. Dann wäre ich vielleicht nicht... Ja? Guck mich nicht so böse an. Schau mich nicht so böse an. Wie ging das nochmal? Es gab doch mal damals so ein... Oh, als Kind muss man doch mal so Gedichte aufmachen. Schau mich nicht so böse an, pack bitte deine Rute ein. Ich möchte auch immer artig sein. So eine Reime, ne? Zu Weihnachten immer. Kennt ihr doch bestimmt alle. So, da kommen wir nicht ran, aber hier, vielleicht... Ich will gerne so ein Sapling haben. Ja, das wäre auch cool, wenn wir so eine Palme hätten nachher. Ja, so wie hier. Guck mal, ich hätte auch irgendjemand schon abgebaut. Ich frage mich nur, wer? Weil hier war ich noch nie... Ich weiß noch nicht, ob die anderen da schon waren. Viele meinten auch mal, ich soll mal zu dem Stammtisch gehen. Könnten wir gerne mal machen, wenn ihr wissen wollt, wie die leben. Ich sag euch, die haben schon richtig heftig gebaut, Leute. Also wenn ihr es wissen wollt, ich kann ja mal nächste Folge oder demnächst mal rübergehen, wenn ihr es wollt. Müsst ihr einfach nur meine Kommentare schreiben. Wie gesagt, bei dem Projekt könnt ihr halt auch mitentscheiden, was ich machen soll. Und wenn ihr meint, das ist kalt, dann geht unbedingt mal zum Stammtisch. Wir wollen wissen, wie die sich entwickelt haben. Können wir gerne mal machen, ne? Und mal schauen, wie die momentan so leben. Ja, Leute, und ansonsten war es auch wieder mit dir. Oh, nein, 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 es war es noch nicht, Leute. Was gibt noch ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich in letzter Zeit sehr oft täglich mehrere Videos mache, also circa 2 Videos am Tag, was ja sehr ungewöhnlich ist für mich, weil ich ja eigentlich sonst immer so, ich habe immer, ja, früher habe ich immer jeden Tag ein Video gemacht, dann habe ich eine Zeit lang nur jeden zweiten Tag ein Video gemacht, weil ich da sehr beschäftigt war, und dann habe ich wieder nur jeden Tag ein Video gemacht. Jetzt aber, ne, ist eigentlich jeden zweiten Tag kommen 2 Videos. Ne? Also in letzter Zeit sehr oft 2 Videos am Tag. Und das ist halt meine Frage, was ihr meint. Ob ihr meint, ah, das ist zu viel, das kann man ja gar nicht alles angucken. Oder ob ihr meint, nee, Askal, das ist cool. Das würde mich nämlich gerne mal interessieren, weil ich dachte mir, wenn ich zu viel am Tag hochlade, dann ist ja auch bei euch, dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch, oh mein Gott, was soll ich jetzt zuerst gucken? Ich kann ja nicht alles gucken. Ja, deswegen meine Frage an euch, ob ihr meint, das ist okay, oder ob ihr meint, ja, Askal, da lad mal lieber nur eine hoch. Das ist nämlich so das, was mich so ein bisschen so gerade beschäftigt, ne? Also, könnt ihr mal Kommentare schreiben, welche Meinung ihr da so vertretet. Genau, wir machen es mal ganz einfach hier. Ne? Schön Holz und so. Ja. So, dann ein paar Sticks. Ja. So, wenn wir diese wunderschönen Sticks haben, dann kommen nämlich Fackeln.
So. Zack, zack, zack. Zack. Kohle. Und ich brauche den Gravel nicht mehr. Und schon ist es wieder hell. Das wäre nochmal ein Thema, was ich gerne wissen würde. Könnt ihr mir ja in Kommentare schreiben, ob ihr meint, ja, Skalder ist eine... Oh, was ist denn das hier? Ob ihr meint, ja, Skalder, mehrere Videos am Tag sind okay. Oder ob ihr eher meint, nee, mach mal lieber nur eins am Tag. Wie gesagt, da schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten war es auch wieder mit dieser Folge. Na, wir sind ja einfach mal durch die Gegend geirrt und suchen immer noch nach... Wow, nicht nach Enderman, sondern nach neuen... Ja, nach neuen Wesen. Aber ansonsten, ja Leute, war es wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.